Ne? Ja. Aber die ist mittlerweile auch im Fallenmossel. Also dieses außerordentliche Büro ist auch weg? Richtig, die ist auch. Ne? Und die war drüben in der anderen Kaserne, in der Hammersmith. Hier war die Sendeanlage mit Studio und alle Pipapos, wo live gesendet wurde. Und jetzt ist hier komplett abgezogen, weil wir machen September nächstes Jahr auch hier. Ich hab's gehört, sie sind 2016, glaube ich, wollen sie ausziehen. Ne? 2015 ziehen wir aus, auf Papier. Ist das Oberbefehl, oder? Ja. Alle drei Kasernen werden leer gemacht. Zieht dann Augustdorf nach, oder? Augustdorf bleibt. Ja, ich meine, ziehen die ein bisschen ein, oder Augustdorf? Nee, also Augustdorf gehört die Bundeswehr. Ja, klar. Ne? Ja. Augustdorf wird dann die Anlage in Senderlage, die Trainingsanlage da. Ja. Ne, die ganze Naturschutzgebiet, die wir da haben, die fällt unter Augustdorf. Ach so. Ne, aber das ist Bundeswehr, da haben wir also. Ich hatte gerade jemanden gesprochen von, der ist Anwohner, der sagte, seine Mutter wäre bei der Stadt und die würden schon planen, was sie damit machen würden. Ja, planen tun die vieles. Ne, ziemlich viel von der Planung mit. Ich war in Osnabrück. Ja, und da kommen wir auch hier. Ja. Kennen Sie einen Herr Brooks vom German Guard Service? Glenn. Yes. Glenn Brooks. Von Jamaika? Also ist halb Inder. Inder? Halb Inder ist, also braun. Halb Inder, braun, ja. Glenn Brooks. Ja, ich habe gehört, Jamaika. Nee, der ist... Der macht auch bei den Pfadfindern. Ach so, ja. Er hat also viel bei den Pfadfindern gemacht. Er wohnt in Melle. In Melle-Buhr? Richtig. Das ist meine Straße. Richtig, und das ist meine Schwiegerin. Und Jenny ist meine Tochter. This can't be. Jenny Brooks ist meine Tochter. Speaker man, you are? Nee, das war meine erste Frau, Sabine. Let me think. I come from Meestorf in English. Ja. Come here and meet the man I had need to meet. Yeah. Hello. Because I'm on this place. This can't be. Yeah. I mean, this is... Sabine Speakerman, right? Or Sabine Kummerer, who then became Sabine Lunny because she married me. Then she became Sabine Speakerman and then became Sabine Gavis. Uh-huh. Right? And 2 months ago, Simon died, her husband. Ich war auf der Beerdigung. So was auch. Ich habe dem Herrn... Ach, haben Sie mich gesehen, oder? Ich hab Benjamin die Hand geschüttelt. Ja. Und wie gesagt, dann habe ich kurz noch mit diesem Herrn Brooks gesprochen. Ja, das ist Glenn. Der ist in England. Glenn, ja. Ich kenne einen Glenn, der heißt auch Glenn aus Südafrika, ist aber ein Weißer. Ja. Komisch. Und ich hatte mit ihm gesprochen, ich hatte gesagt, dass die, dass er da eingezogen ist. Das ist irgendwo, ich will nicht sagen, ein bisschen verfolgt oder stalking ist, aber das ist irgendwo komisch für mich ist. Weil ich hatte da gewohnt, an der Adlerichstraße. Wenn man jetzt bei der Kaserne von der Westerberg links hoch fuhr, die erste Straße links hoch, am dritten Haus rechts, an der Fachhochschule Osnabrück zum Studium, Technische Informatik. Ja. Ich kenne Sie, ich war in der Hundestaffel 6 Jahre in Osnabrück. Ich habe 28 Jahre in Osnabrück gewohnt. Ich bin noch hier hingezogen, weil Osnabrück zugemacht wurde. Ja. Wir haben mich hier oben hinversetzt und wenn wir hier im September zumachen, gehe ich wieder zurück. In Osnabrück. Osnabrück. Ja? Weil es gibt nichts, was Sie hier halten soll. Ich werde dann Halbrentner sein, beziehungsweise so. Militärzeit mein Gehalt. Ich wäre noch erst 50. Wie alt sind Sie? Ich bin schon über 60. Ja, ich bin irgendwie nicht ganz. Ja. Ja? Ich habe jetzt in Melle-Buhr einen mit 90 getroffen, hätte ich gedacht, der wäre 80. Und ich bin nicht ganz. Ja. Nee, ich gehe dann zurück und lege alles ab, gehe angeln, mache meine Musik weiter und. Haben Sie denn ein Problem, wenn wir uns mal unterhalten in Melle-Buhr? Ja, habe ich kein Problem. Würde ich Sie gerne irgendwann mal einladen. Ne? Weil ich, also mein Name ist Müller und das ist übersetzt Milit, also Mel ist ja Military. Ja. Und ich weiß nicht, was da genau vorliegt. Ich bin nun auch kein Menschenhasser. Ich bin also kein Hase. Ich habe auch Vorfahren aus Baden-Württemberg. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie, wir haben auch diesen anderen Nachbarn Friedrich in der Straße, der ist komischerweise ist der Innenminister gewesen. Ja. Dieser, was im Bohr? Melle Meestorf, an der Straße. Ja. Der ist Innenminister gewesen, also der Name, Friedrich. Ja. Und dann, ja, aber nicht der Friedrich. Ja, aber die Familien. Ja. Und dann da vorne der Brooks, seitdem der da ist, ist plötzlich der Obama da, der mit dem türkischen Vornamen Burak. Barak Burak ist ein türkischer Vornamen. Ja, und ich habe da so ein bisschen beobachtet und ich denke, ich habe da auch was mit zu tun, weil ich viele Beziehungen habe in der Hinsicht und auch noch zum Deutschen Reich, also zu den Leuten. Meine Oma ist jetzt in diesem Jahr gestorben. Die ist 97 Jahre alt gewesen und 1916 geboren. Ja. Das heißt, das kann man nicht gar nicht so auseinanderhalten mit dem Ersten Deutschen Reich, also wenn man 1916 geboren ist. Ja. Und wie gesagt, jetzt bei der letzten Europawahl habe ich den Herrn Bier getroffen an der Gaststätte vom Wahllokal in Melle-Buhr. Der ist 90 Jahre alt. Ja. So alt muss ich noch werden.
Ne? Aber ich hatte immer gedacht, wenn ich über 30 werde, dann ist das Wunder vollbracht. Ja. Weil ich eigentlich immer voll drauf gehe. Meine Generation hat immer gesagt, trau keine über 30, weil wir waren damals Hippies und. Ja, Hippie bin ich in dem Sinne auch. Ich meine, ich bin jetzt nicht, ich bin Natur, aber Hippie nicht. Also ich, Das waren die ersten Gehversuche mit Woodstock und alles. Hier, in Deutschland, wie hieß das nochmal, dieses, da war auch was, da hatten sie was aufgebaut, das fand ich ganz interessant, dieses Wendland oben. Ja. Das fand ich interessant, aber da kamen gleich irgendwelche Polizisten, haben sie da geknüppelt. Ja, weil das, man kann nicht, ich meine gut, ja, eine Kommune kann man bauen, aber dafür muss man das Land besitzen. Okay, dann bin ich schon mal ganz froh, dass Sie getroffen haben. Wenn Sie möchten, haben Sie Zutritt zum Zitterweg 17. Da vorne ist noch ein Herr Mütze mit Fischhandel. Ganz durchfahren die Straße. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal. Ja, wie gesagt, ich bin ja öfters bei Jenny. Ja, wenn Sie da. Ich habe Ihr Auto jetzt noch nicht erkannt, aber ich fahre jeden Tag raus oder so, zur Universität in Bielefeld oder so. Ja. Je nachdem, wann ich da rauskomme. Aber wenn es dann, wenn ich etwas aushebeln kann, was vielleicht bei mir auch falsch registriert ist, also wenn ich natürlich sagen kann, es stimmt alles nicht, was ich mir ausgedacht habe, dann ist es ja umso besser, sag ich mal. Ne? Ja, dann können wir darüber. Ich habe auch. Beziehung zur CIA. Ich habe heute einen aus Mexiko getroffen und die sind natürlich ziemlich stark hinter britischen Agenten, die so ein bisschen albern machen. Ja. Weil Amerika ist eigentlich mehr deutsch besiedelt. Wie gesagt, die Mexiko-Person, die hatte auch irgendwie noch einen Großvater in Stuttgart und sowas. Das heißt, wenn die schon aus Mexiko jemanden senden. Also wenn hier in Umkreis, sage ich, von 80 Kilometer, ne, weil ich nicht ganz in das Passbild oder das Profil reinpasst, dass irgendwas nicht richtig ist. Glaubt ihr, wir wissen es. Ach so. Ne? Schauen Sie NCIS ab und zu mal im Fernseher? CIS? NCIS, diese Agentensendung in Friti. Ich kenne CIA, MFF und so. Da geht in ein Zimmer rein und auf dem Zimmer hat man nur laute Bildschirme mit lauter Bilder und Fotos. Mhm. Ne? Und das ist also alles mit gesicherte Datenleitung und. Ne, das haben wir hier. Okay. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Also ich komme, aber wenn ich da oben bin, dann kann man mal vorbeischauen. Ich komme von den, im Englischen oder im Angelsächsischen, von den, oder wie man es nennt, von den Miesdorf Rangers. Ja. Rangers, das sind eine Spezialeinheit der US Army. Ja, kennen die eigentlich. Kennen Sie? Ja. Also jetzt gibt es verschiedene Leute davon. Ich range immer rum, sag ich mal. Ne? Und das gibt es auch im Internet, Miesdorf Rangers. Und sind auch Finnland und Norwegen noch dabei. Und wie gesagt, also wenn ich etwas ausräumen kann, was ich mir falsch ausgedacht habe, dann wäre ich froh, dass ich das ausräumen könnte. Ja. Weil ich hätte mir gedacht, dass es auch eventuell so eine Art bisschen so Trick sein könnte, sich da vorne hinzusetzen, wo Witte ist der Besitzer des Hauses, und das sagt man, das ist das Weiße Haus, Wittehaus, nicht reingesetzt hat. Wir haben in Mellebur die Frau Bredenbrücker gehabt, das war eine Zahnärztin. Und seitdem die ausgezogen ist, aus diesem Weißen Haus in Mellebur, unten bei der Tankstelle vom Edeka gegenüber. Richtig, ja. Da wohnt jetzt ein Herr Massmann oder sowas drin, irgendwie so ein polnisch-jüdischer Name. Und der ist in Osnabrück Polizeipräsident. Ja. Weiße Haus, das ist also, die ist wie ein Wiederkäuer. Also ja. Die machen alles nach. Und deswegen, ich habe nichts dagegen, dass jemand was macht, aber er muss es auch mit der Umgebung aussprechen. Ich bin in Meester wieder 30 Jahre zu Hause, ich kenne also die Leute. Ja. Und deshalb. Auf dem Lande kennt jeder jeden. Ich habe auch noch Vorfahren. Ich meine, die Spiegelmann hat Probleme mit ihren Nachbarn nebenan. Ne? Mit wem? Der direkt gegenüber wohnt. Bei Sabine. Raskowski? Ja, bei denen, die den Einfahrt. Raskowski habe ich auch Probleme mit. Ne? Skütten. Ja, Polen. Ne? Aber ich kenne Raskowski. Ne? Ich bin nie rassistisch gewesen oder ich habe nie ein Problem, da wo die herkommt. Ne? Bei mir zählt die Person. Ne? Ich bin mit jüdischen und pakistanischen Nachbarn groß geworden als Kind. Ne? Ich bin auf jeder Kontinentwiese gewesen. Ne, also mit Militär, mein Vater beim Militär. Segler. Ne, beim Militär. Militär. Ne, ich habe in Jamaika 4 Jahre gewohnt, ich habe in Ägypten gewohnt. Ägypten? Ne, wir haben also überall durchs Militär halt, also so ist meine Erziehung. Ich war einmal im Leben in der Schweiz, einmal im Leben, sonst war ich immer zu Hause. Ja. Das ist Unterschied. Und deswegen, mir ist egal. Hi dann. Hi. Hi. Ne, bei mir zählt der Mensch, nicht, dass er hier kommt. Es gibt genauso gute Polen und gute Russen wie beschissene Deutschen und beschissene Engländer. Das gibt es in jeder Nation. Für mich zählt nicht die Herkunft, sondern mir zählt die Person. Ich gehe das immer von Natur aus. Wenn ich sage, ich habe eine Löwenherde,
Dann möchte der Löwe keinen Kojoten ernähren. Ja, das ist der richtig. Löwe will einen Löwen ernähren, keinen Kojoten. Das alles ist andere ist ihm egal. Richtig, aber es gibt für alle eine allgemeine Spielregel. Wenn alle das halten. Diese Turkeys. Ja. Diese ganzen Truthähne fahren diesen Berglöwen, also diesen Mercedes, oder fahren den Puma, also den BMW, ja. Sind aber so kleine Truthähne immer drin. Das finde ich ärgerlich. Das ist einfach Quatsch. Ja. Das ist einfach Betrügerei, sowas. Die haben ihr Geld. Die machen ihr. Wir haben in England die Pakistani. Ne? Und da kannst du sagen, die haben auch, ja, jeder hat, sag ich, ein Auto oder irgendwas. Die haben also viele Geschäfte und die wohnen zu 12 in ein Haus. Ja? Aber nur einer hat das Geld. Ja, das ist hier auch so. Die fahren immer Autos von anderen Leuten zur Geldwäsche ab. Nee. Ja. Der, nur einer hat Geld. Ja. Der Familienoberhaupt, ja. Die anderen Leute, die arbeiten gehen, drücken ihren Gehalt immer. Mit den Negeraufstand. Jedenfalls, ich finde es gut, dass wir uns getroffen haben. Sie können Ihrer Schwiegertochter sagen, dass ich im Prinzip keine Probleme mit ihr habe, dass ich keine Verdachtsmomente gegen sie habe, dass sie das Dorf betrügt oder sowas, sondern dass ich einfach auch Interessenskonflikte vielleicht sehe und Race Conditions. Und sagen wir so, ich meine, Jenny ist deutsch, ja. Ne? Glenn ist in England, ich bin Engländer. Ne? Sie sind Engländer? Ich bin Engländer. Deswegen ist meine Tochter auch Engländer. Ja, sie halb Engländer. Ich gar nicht so gedacht, ja, okay, ja. Ne? Also, 1954 in Manchester, Salford. Father's English, Father's Yorkshire, Mother's Lancashire. Right, I'm half Irish. Irish? Yes. Coming from Greenwald. No, my family comes from Enniskillen. Enniskillen. It's in Ireland. Yes. Hammersmith Barrett. Turn right, take your next left. Enniskillen. Das ist die Stadt in Nordirland. Da stammt also meine ganze Vorfahren. Ach so, Irland. Ja? Also ich bin auch. Ne? Ich meine, es hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Ne? Ist gut. Also ich aber ich kann dir sagen, für meine Tochter geht absolut keine Gefahr aus. Die einzige Gefahr geht raus, wenn jemand meiner Tochter was antut. Ne? Oder sei ich in. Also sind jetzt der Schwiegervater oder andereife? Ich bin der Vater. Der echte? Ich bin der Vater. Glenn Brooks ist mein Schwiegersohn. Ich bin der echte Vater. Ist doch jemand gerade gestorben. Ich habe das immer nicht im Kopf. Das war Simon Gavish, das war ich, Stiefvater. Also Sie sind der echte Vater? Ich bin der echte Vater von Jenny. Sind Sie also im Prinzip aus dem Meersdorfer oder sowas irgendwie? Nein. Aber Ich bin aus Manchester. Ja, aber Ihre Tochter wohnt im Meersdorf. Meine Tochter ist in Osnabrück geboren. Das war der Stiefvater. Ne? Ne? Ich kann das noch nicht alle wissen. Meine Tochter ist in Osnabrück geboren. Ja. Meine Frau, also die Sabine und ich, haben uns getrennt. Sabine ist nach Meersdorf gezogen und da ist Jenny groß geworden. Ach so. Aber Jenny ist in Jenny ist in Herford geboren, weil ich damals noch beim Militär war. Ich habe sechs Geschwister. Ja. Und da habe ich, ich mache das anders, da habe ich einen, der ist auch 1971, ich glaube, 1971 oder sowas geboren, ja. Da habe ich das Gefühl so. Ne? Und dieser 1971er, der läuft in die Schweiz weg und läuft zum Geld hin, das geht mir auf die Nerven. Und macht auch in der Schweiz irgendwas Quatsch. Jenny ist ich weiß es zwei, nicht. Zwei, ja. 72 geboren, sie ist 38. Ach so, 72. Jenny ist 72. Also wie gesagt, wenn Sie natürlich gleich der Vater sind, dann kann ich ja gleich mit Ihnen schon sprechen. Ich hoffe, dass es natürlich keine Konflikte gibt, keine Race Conditions oder sowas. Also dass man sagt, der eine will schneller als der andere sein. Gehe ich schwer von aus. Ich habe Beziehungen mit Reichsdeutschland und mit den, auch mit der Schutzstaffel und solchen Dingen. Und deswegen fand ich es immer etwas ärgerlich, wenn ich irgendwelche Ideen habe oder was Neues mache. Und das soll im Prinzip dem Germanentum dienen, also auch Norwegen, Finnland, Schweden und Dänemark. Ja, denken Sie nur dran. Ja. Ne? Ich bin ehemaliger Fallschirmjäger. Wir haben sehr viele Mitkollegen hier. Ne? Und wenn irgendeine irgendwo an meiner Familie dran will, ne? Wir machen 2 Meter tiefer Löcher und der ist weg. Wenn ich jemand. Nur, dass wir also uns klar verstehen. Ich bin kein Militär im Prinzip im Moment. Ne, mir ist klar, sobald irgendeine mir an die Kandare pisst, mir meine Tochter an meine Kinder, ist er tot. Erledigt. Endlich. Wir machen keine Gefangenen. Ja, wir haben die noch nie. Die schwierige Frage ist, wie man sowas macht, ohne gleich irgendwie gefasst zu werden. Das ist kein Problem. Ja. Oh, das ist kein Problem. Ja, okay, cool. Aber glaub mir. Weil ich wollte sagen, bei mir ist es auch so. Ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel Leute in der Familie, die heiraten sich irgendwie ein und zerstören was von innen. Das ist ärgerlich. Wieso? Mein Schwiegersohn, ne? Seine Eltern, eine Eltern ist Pakistani oder Inder und die andere ist ein Engländer. Ne? Die haben geheiratet. Inder? Ja, so. Der Glenn ist halb. So, Jenny hat Glenn geheiratet, sie hat 3 Kinder. Sieht aber dunkel aus, ne? Ne? Jenny hat 3 Kinder. Ne? 3? Ja, so. Und die sind jetzt Viertel. Ne? Das sind aber Menschen. Deren Herkunft geht mir am Arsch vorbei. Das sind Menschen.
Ne? Wir sind ja in Deutschland. Wir sind in Deutschland. Ja, gut, dann. Nein, das ist ganz einfach. Dann haben wir dieses Gespräch geändert und sollten Sie hier nochmal sehen beim Kasernenfotografieren, ja, würde ich Sie abführen lassen. Ja. Also, ja, ich sag nochmal, ja? in Germany, im Englischen, in Deutschland, ja, wir haben einmal Dutch, das ist ein Holländer. Wir haben im Prinzip Germanen, das sind Norweger, Schweden, ja, Finnen, Dänen. Ja. Und das sind im Prinzip die Hauptspezies der Deutschen. Also wir haben viele Norweger hier. Ja. Und wenn ich jetzt sage, ich kann einfach irgendwas hier reinführen, dann aber bitte nicht, ohne einen echten Deutschen zu fragen. Und ich bin Müller, das ist ein deutscher, großer deutscher Name. Also die Regeln stelle ich hier fest, in Deutschland und auch in Meester. Die Regeln stellt die Gemeinschaft fest. Nein. Ne? Das ist hier. Der größte Clan ist Müller. Ja. Ich stelle sie fest. Gut. Wie gesagt, ich hoffe, es gibt keine Probleme. So, ich stelle fest, kreuzen unsere Wege im Bösen. Ja. Lege ich sie um. Ende. Ich bin kein Rassist. Ich hasse Rassisten. Ich hasse Leute, die mit Leuten nicht umgehen können. Ich bin Spezialist. Rassist ist nicht Spezialist. Du bist Rassist. Nee, Rassist alles, ist Französisch. Was nicht nein, Rassist ist Französisch. Haben. Kreuzen unsere Wege. Nochmal. Rassist ne? ist Französisch. Und irgendeine Böse. Faschist ist Italienisch. Lege ich sie um. Und ich sage ja, das in alle Öffentlichkeit hier. Und die Kameras schauen zu. Und sie können es, diese Kamera schaut auch zu. Da ist da auch eine. Wie gesagt, ich ne? bin vom Geheimdienst. Ich rede ja nicht mehr. Mir ist egal. Wir haben ihr Profil. Wir haben ihr Foto. Wir wissen, wo sie wohnen. Ich melde meine Tochter. Wenn von Ihnen irgendein Furz kommt. Ne? Also möchten Sie aussehen? Gehen Sie möchten nachts? Sie aussehen aus Meersdorf? Gehen Sie, möchten Sie aussehen? Ich wohne nicht in Meersdorf. Ja, möchten Sie, dass Ihre Tochter aussieht? Nein. Und Sie würden nicht aussehen. Warum bedrohen Sie mich dann? Ne? Weil Sie drohen meine Tochter. Ich habe das nicht bedroht. Ich sie haben gesagt, sie hat eine, der nicht in Deutschland gehört, ja, geheiratet. Habe ich gesagt, ja. So, das damit stimmt greifen doch. Sie an. Ist das verboten, das zu sagen? Das ist eine Feststellung. Ja, aber Sie haben was dagegen, weil Sie es nicht germanisch. Ich habe nichts über Ihre Tochter gesagt. Das ist Ihre Sache. Was ich sage, ist, dass wenn unsere Ideen ja, Schwierigkeiten mit anderen Leuten bekommen, das ist ärgerlich. Wieso kriegen Sie wenn meine Tochter Laden, Schwierigkeiten? Wie Tiny wieso Tools, kriegen wenn, Sie... Das sagt doch gerade. Wenn jetzt ein Laden wie Tiny Tools oder sowas kommt... Ja. Und da fahre ich jeden Tag her und da kommen irgendwie die Ideen raus. Dann passt das vielleicht nicht zu Germanentum, sondern das ist etwas anderes. Und das ist ärgerlich. Das ist ein Deutscher, der dieses Geschäft mit hat. Ja, ich sage es doch nur, dass meine es sein Tochter, könnte. Meine Tochter hat einen deutschen Ausweis. Ich sage, das ist ein deutscher Pass. Ich untersuche das gerade. Warum haben Sie das Recht? Weil das ganze Dorf Schwierigkeiten hat. Nicht mit meiner Tochter. Strunk. Sie haben Schwierigkeiten. No. Alles klar, ne? Sie haben Schwierigkeiten. Also ja, Sie können mich gerne besuchen kommen. Ich komme Sie besuchen. Wenn ich Sie besuchen komme, würden Sie es noch nicht mal merken. Warum nicht? Warum nicht? Weil auf einmal ist das Licht aus. Ne? We are here in Germany. No. I we are on fucking roads. Camera. This is British fucking territory. Right? You start pissing about with me and I will fucking kill you. Right? I will fucking screw you so bad. Moron, and now stop that, it. No. And moron, stop it. Now that I know what you stop are. Stop moroning. I have done nothing against you. Now I know where you are. Now I know where you live. Now I know your name. Said right? Something. You are I am in from the, so much fucking shit. I am from the SS Totenkopf. I couldn't give a shit. They're dead. You lost the fucking war. No. We won the no. fucking war. No. You have any problems? No. If you want to, come inside the Why camp. Have we lost? If you come inside the Why camp. Why have we lost? Because you lost the fucking war, didn't you? We let you run at Dunkirchen. Oh. you executed 6 million fucking Jews. For no. what? No. For what? Liar. No. Liar. Yeah. You come near me again. Liar. You come near me again. French you're dead. Liar. If you're getting French close. Liar. I will, on I television, have not smash your fucking I nose. I have not executed single. Fuck off. You're wanking. You are too late time. Brit Stift. Stop it. Don't you fucking threaten me, sunshine, or you will start getting you fucking have people ugly. There. Yes, they're watching on camera. They'll come around and arrest you in a minute. Right. Don't wait. Yeah. Wait. So you want to be from Meersdorf and punching me? No, I'm not are from Meersdorf. Are you fucking crazy? I am from England. I'm from Manchester. Why are you punching me? Right? Because you're threatening you me. You want to live? Yeah, no, you no are one. Close to me. You're in my private space. Do you know the law? Do you know the German law? What for law? If you are within I one... I for the no. BFBS. If you are within 1 meter of my presence, you are in my personal space, and I have the right to protect myself. Okay, that wait. That is German law. Is this a meter? Right. Is this a meter? That is German law. Is this a meter? Just shut your face. Right. Hey, you're not come gonna, on. You're whining. You're whining. No, you are threatening my daughter. I threaten nobody. You're calling her. I just you're calling asked her a you, problem. Do you want to live on in Meersdorf or do you want to get out? So why are you asking me? Because you make trouble, you punch me, Dresden. I don't live in Meersdorf. Then call your daughter that she gets out now. Right. Last word, Totenkopf and LSSH. Oh. You're coming to the fuck you, eh? Peters, you can try. No, hang on. I'll follow you now and the police will come in. Okay, bye-bye.
So, jetzt haben wir gerade erfahren, dass diese Besatzer plötzlich anfangen zu schlagen, ohne andere Dinge, dass er mich mit dem Tode bedroht hat. Ich beende jetzt diese Aufnahme.